Hallo, ich bin Dani, ich bin Reisebloggerin und betreibe die Webseite globetrottergirls.com. Ich bin hier gerade auf dem Flughafen in Berlin-Tegel auf dem Weg nach Tel Aviv, wo ich herausfinden will, ob man die Stadt, die ja eigentlich als sehr teuer bekannt ist, denn auch mit einem kleinen Budget voll erleben kann und trotzdem Spaß haben kann. Und ich freue mich total, dieses Berliner Regenwetter hinter mir zu lassen. Es sind 13 Grad hier und ich habe gerade mal geschaut, in Tel Aviv sind es 26 und die Sonne wird scheinen und ich melde mich dann aus Tel Aviv. Wir nehmen jetzt ein Chirrut, um zum Markt zu fahren. Das ist ein Gemeinschaftstaxi, wo eben mehrere Leute mitfahren können. Das kostet 6,5 Shekel, ist also ein bisschen günstiger als der Bus und etwas schneller. Von Deutschland aus kann man super günstig nach Tel Aviv kommen. Von den großen Städten fliegen Billigflieger wie EasyJet oder Air Berlin. Und dann gibt es auch noch Up, den Low-Cost-Arm von El Al, der israelischen Airline. Und wenn man rechtzeitig schaut, so 2-3 Monate im Voraus, kriegt man Deals schon für 59 Euro. Zum Mittagessen bestelle ich mir jetzt ein Sabit für 19 Shekel, das sind ungefähr 5 Euro. Sabit Sandwich und das ist mit einer ganz speziellen Art von Aubergine. Ich glaube, das ist so frittiert, ganz dünn geschnitten, total lecker. Dann haben wir Eier und das schmeckt total genial. Ich habe ja schon gesagt, dass jetzt im Oktober, wenn Deutschland schon so kalt und regnerisch ist, ist das eine super Zeit, noch mal raus der Kälte zu entfliehen und in die Sonne zu fliegen. Und also für mich wäre das auch so mein Tipp, im September, Oktober vielleicht auch in den November reinzufliegen oder dann im Frühjahr, wenn es hier schon wesentlich wärmer ist als in Deutschland. Wir sind hier in einem Airbnb-Apartment in der Florentin-Nachbarschaft. 30 Euro für ein Zimmer und Badnutzung und Küchennutzung sind geteilt. Finde ich ein super Deal. Ich finde die Nachbarschaft hier auch total schön und kann daran nichts aussetzen. Organisiert. Ganz einfach zu machen. Das kann man auf Englisch stellen. Und innerhalb von 60 Sekunden habe ich jetzt ein Fahrrad gekriegt. Culture. Let's talk about culture. But Israel is a center, and Tel Aviv particularly is a center of theater. And you can find all range of prices. It's a center of dance, it's a center of jazz. And just now there's a great jazz festival going on in Jaffa. We're an exporter of TV and cinema, so you can find great stuff. But if you want some free, interesting cultural activity, you have historic sites. And actually, the Templars, which were German settlers here in the land of Israel back in the 17th, 18th century, and they were amazing builders, and they built the first Templar neighborhoods in Tel Aviv. It's free activity, because there's you could take a tour in the amazing Templar neighborhood, which is just 5 minutes from here. I'm sure you have people in Berlin, in Germany, that are doing kite. You just bring your own equipment. It's nothing. It's like taking a board, a snowboard, yeah, in the airplane. So it doesn't cost you because you say it's a snowboard. And then, yeah, you just pump it up, again, no money. And then you wait for the wind, again, no money. And you're doing all the tricks and everything. Das kostet jetzt 20. Gestern habe ich 19 bezahlt für mein Sabit. Und 20 sind ungefähr 4,50 Euro, was für Mittagessen, glaube ich, okay ist. Also, nach Tel Aviv werde ich auf jeden Fall wiederkommen. Nicht würde, sondern werde. Und ich denke, es ist eine Reise wert, egal ob es für ein kurzes Wochenende ist oder für eine ganze Woche, weil es gibt genug zu tun.